moin moin auch wieder. Es geht wieder weiter mit The Forest und natürlich auch wieder dabei die kampferprobte Schildmaid Akazia und der allwissende Nastus. So, wir haben uns entschlossen. Wir machen Wandertag. Wir laufen los. Wir haben gesagt, hier haben wir alles bis auf Verteidigung. Aber was stimmt? Was machen wir eigentlich, wenn wir angegriffen werden? Also ich habe hier so eine Keule in der Hand. Nina hat die Keule in der Hand, damit sind wir sicher. Los geht's. Welche Richtung gehen wir denn überhaupt? Halt! Mal hier lang, wa? Bleiben Sie stehen. Du hast echt eine Keule in der Hand, Mann. Hab ich doch gesagt. Ne, das sieht aber echt nicht gut aus, was du da in der Hand hältst. Riecht das? Ja, komm. Da kriegen wir wenigstens keine Gegner mit. Oh, was die geändert haben, die Koffer bleiben auf. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Sonst waren die Koffer doch immer wieder zu. Ja. Wir konnten die jedes Mal neu looten. Aha, die gönnen uns den Loot nicht. So. Nichtsdestotrotz, ich wechsle mal auf die große Axt. Da können wir noch den ein oder anderen Hasen dabei erlegen. Nina hat nämlich rausgefunden, man kann irgendwelche Taschen bauen. Das wollen wir natürlich überprüfen. Und zwar für Steine und Sticks, wie es aussieht. So. Nina. Hast du nicht auch so eine Keule in der Tasche? Ja. Die macht die zwar langsam, aber die macht eine Menge Schaden. Ja, meine Axt ist ja, macht genauso viel Schaden. Und die hat noch, die ist, meine Axt ist wesentlich schneller. Jetzt könnte man natürlich noch wieder mehr Federn daran machen an das andere Ding, ne? Aber die große Axt ist doch viel besser. Ach stimmt, Federn. Ich bin ja der Axtmörder. Bin ich natürlich nicht. Ach, ich könnte die sein. Kann ich gar nicht bearbeiten, die Nina? Keule. Nina! Ach da. Echt jetzt? Schon wieder? Ja, du warst eben noch am Strand oder bist du... Au! Oh. Sag mal, merkst du noch was? Bist du völlig bescheuert? Ich habe nicht damit gerechnet, dich zu treffen. Unfassbar, ey. So, wo gehen wir lang? Nina hinterher. Ah. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Oh, Blübis. Ja, das ist ja das Tolle. Wir sind wie immer unvorbereitet. Also wir haben jetzt wirklich blauäugig einfach gesagt, wir laufen los. Was daran, das könnte natürlich unser Tod sein. Das liegt aber daran, dass wir uns vorher auch nicht überlegt haben, ob wir irgendwas bauen könnten. Und wir wollten euch wichtigerweise nicht noch auf den Sack gehen, weil wir die letzten drei Folgen gebaut haben. aber es nützt ja nichts. Wir müssen auch noch weiterbauen. Wir brauchen die Fallen und sowas ja, ne? Aber wir entdecken jetzt erstmal die Insel des Grauens. Halt! Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Bum, bum, bum. Bleib stehen! Nina, ich hab ihn gleich! Er ist weg. Da ist er. Hier. Was ist denn das? Eine Echse. Die rennt im Kreis. Scheiße! Au! Sag mal, hast du mir eine genutzt? Au! Ich bin das, ich bin nicht die Echse! Sag mal! Du stellst ihn nicht in die Laufbahn von dem Vieh. Ey, der rennt um den Kreis, der wird verarschen. Haha! Jetzt ist vorbei mit Verarschung. So, komm mal her, mein Freund. Das ist natürlich eine super Rüstung. Nehmen wir mit Fleisch, Kopf brauchen wir noch nicht. Wir haben ja keine Wand, wo wir es rannageln können. Ah! Oh, hab ich mich verjagt. Alter Schwede! Boah, was hab ich mir erschrocken jetzt? Haltet sie fest, ich hau ihr eine rein. Ah, oh Gott! Und womit heile ich mich noch? Da weiß ich nicht. Zwei? Oder drei? Nein, vier mit vier. Ich mit drei. Eia, was? Kleine Katz. Aua, Alter, hauen die rein. Warum will die hauen? Der ist weg. Meiner ist auch weggelaufen. Aber die hauen richtig rein. Nein, meiner ist tot. Achso, natürlich, meiner auch. Der stirbt da hinten irgendwo. Haben wir irgendwie Medizin? Medizin? Ich habe keine Medizin mehr. Wir brauchen unbedingt Medizin. Warte, ich kann dir was geben. Hab schon. Ich habe jetzt einfach Alkohol getrunken. Witzigerweise wird's dunkel. Natürlich. Jetzt wollte ich gerade. Wie geil.
Ich wollte mir gerade eine Fackel auf den Rücken packen, aber es geht hier ja gar nicht. Ja, wir sollten hier weg. Okay. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wohin. Ja, ich auch nicht. Du bist vorgelaufen. Jetzt lauf auch zu Ende. Natürlich rennt sie dem Feind hinterher. Ist die auch so dunkel wie mir? Ja. Da finden wir ein Lager oder sowas in der Art. Ein Häschen. Oh, wie süß. Beiseite, den hole ich uns. Ah, halt! Echt, sprich oder schweig für immer. Ich glaube, er hat sich ergeben. Der rennt weg. Ja, wenn er halbwegs schlau ist. Du, jetzt Feuer und Flamme. Oh, ich brenne. Oh, das tut mir leid. Du musst dich auch ein bisschen mehr zügeln. Du, schlechte Nachricht, ich habe kein Feuer mehr. Wo ist er denn? Das seid ihr doch nicht. Du bringst ihn ja nur um. Hier liegt eine Kombi. Was ist hier? Ah, die kann ich nicht aufheben. Wir müssen weiter. Solange die nicht groß und haarig werden, ist keine Gefahr. Siehst du das da hinten? Was? Das Feuer. Feuer? Da in dieser Richtung. Was hast du denn schon wieder genommen? Siehst du es da nicht flackern? Nein. Achtung! Wir sind umzingelt! Das habe ich schon mal bei American Werewolf gesehen. Fass, Nina, fass! Hau ab, du Spacken! Ha, das ist das Geile bei Nina. Ach, das waren die Viecher. Ach, da sind doch drei Stück. Sie ist nicht die, die Angst hat. Sie ist die, die klopft. Hm? Ah, oh Gott, die hauen aber... Hauen die denn rein mit ihrer Keule, alter Schwede? Ich brauche unbedingt das Katana. Scheiße, ich liege am Boden. Das nutze ich. Oh! Nina, ich liege am Boden. Nein. Also Eva. Nein, Medizin. Press E. Nee, nicht Press E, warte. Feindmedizin, kann man noch irgendwas schlucken? Nein. Oh, scheiße. Ja, E. Oh mein Gott, wir werden gegessen. I. Ja, wie überdecken wir das? Herzlich willkommen bei The Forest. Wieder mit dabei, die liebevolle und super nette Akazia. Ja komm, spätestens jetzt wissen, dass es ein Fake ist. Ey. Oh Mann. Diesmal passt du besser auf. Au, hast du mir eine genusst? Nein, ich stehe ganz vorne. Schon wieder? Au! Ich mach nichts, ich schwöre. Ach, kalt vielleicht? Oh ja, mir ist kalt. Na nee, ich wollte jetzt gerade sagen, lass uns wärmen. Wir haben ja gar nichts, wir haben ja gar nichts hier. Ah, die Taschen sind leer. Oh mein Gott. Ach, da ist ein Totenkopf, wir müssen so unsere Sachen hin. Ja. Das bedeutet Angriff. Ich will meine Axt wieder, komm. Und wenn mir noch so kalt ist. Wenn du unterwegs erfrierst. Oh, was ist das denn? Mmh. Oh, lecker. Toll, Mensch, Nina. Mmh. Nom, nom, nom. Nina, Nina. Ach da. Beiseite, Made.
Also ein Ausflug mit dir macht echt Spaß. Das freut mich. Sollten wir mal öfter machen. Bist noch dran? Ich kann nicht mehr. Ich bin völlig kaputt. Du, da hinten sind welche, die wollen wir von dir. Wo denn nun schon wieder? Da gerade durch das Feuer, hast du das nicht gesehen? Oh, da, ja. Also geil, den friert mir gleich der große Zeh ab. Komm, wir laufen einfach weiter. Nee, den ignorieren wir. Wir laufen weiter. Wenn wir denen nichts tun, tun die uns auch nichts. Pass auf, Fledermäuse. Scheiße. Laufst du noch? Dina? 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 Ach, da. Ich kann doch nicht reden und rennen. Multitasking. Das diskutieren wir in der nächsten Folge. Hoppa. Oh Gott, keine Ausdauer. Moment. Langsam. Ich hab nicht. Langsam. Ich gehe einfach ganz normal weiter, okay? Ah, hier ist mein Backpack. Ja, ich habe meine Sachen wieder. Du auch? Ja. Sauber. Jetzt unterhalten wir uns mit dem Würstchen nochmal. Ist ja auch so kalt wie mir. Ja. Moment. Wenn ich hier immer die falschen Tasten drücken würde. Mal eben gucken. Rettet uns die Fackel eigentlich vor Kälte? Ja, tatsächlich. Doch, geht zurück ein bisschen. Ja. Cool. Dann brauche ich mir auch eine. Hast du noch genug Tücher, Harald? Klar. Nenn mich nicht Harald. Ja, aber... Okay, dann können wir weiter. Ja, dann geht weiter. Du bist hierher gelaufen, dann lauf gefälligst auch wieder hier weg. Oh Mann, ich weiß auch gar nicht, wohin. Ja, nicht zum Hammer. Aha. Aha. Keine Ahnung. Sieht doch gerade so gut aus hier. Also ich werde da magisch hingezogen. Wir müssen da mal geradeaus eben zur Klippe laufen. Oh, was ein super... Nina, nimmst du mir das Steinchen hier mit? Das hätte ich gerne im Vorgarten. Ja, das schlepp mal selber. Immer nett sein. Ah! War hier auch nicht irgendwo die andere Hälfte des Flugzeuges? Weiß ich nicht, ich bleib stehen! Verdammt! Wo ist er hin? Da ist er! Da ist es! Oh Gott! Bleib stehen! Bleiben Sie stehen! Das glaube ich ja wohl nicht. Zugriff! Ja, okay, ich bin völlig kaputt. Ich kann nicht mehr, Nina. Oh Mann. Melde, Feind entkommen. Ja, Feind greift an. Zugriff! Ja, du Freund! Putz! Putz! Wo ist er denn? Oh. Hier ist die ganze Familie! Ciao, ciao! Ich treffe nicht einen! Bleib stehen, Hasi, Hasi, Hasi! Wir sind Freunde! Nee, ja, das wäre wohl nix. Ja, du bist ja ein toller Jäger. Ich habe mich dazu kurzfristig entschlossen, die Hasen nicht zu töten. Nur wegen so einer Tasche. Da laufen wieder welche von den Kameraden rum. So viel Lärm. Cockpit. Ja, Cockpit. Arschbombe! Mir ist Captain. Werden wir gefressen oder so. Dann hast du am besten vor. Die Chancen sind gut, wenn du weg bist, dass sie satt sind.
Voll, der musste dich vorher noch messen. Dürfte ich dir noch ein kleines Marzipankügelchen anbieten? Aha. Oh, Leuchtpistole ist hier. Mhm. Elektronikteile, so viel brauche ich gar nicht. Aber war hier nicht. War hier nicht irgendwo. Nee, das Tauchgerät, war das dann auch in der Höhle irgendwo? Hier ist voll Elektronik. Nee. Tauchflaschen, kein Tauchgerät. Aber die gute Leuchtpistole. Da können wir auf jeden Fall erstmal ordentlich einmal abmelonen. Wenn man noch Einzelteile finden würde für die Pistole oder so, ne? Mensch, das wäre toll. Das wäre super, ja. Aber bestimmt wieder bestimmt noch irgendwo irgendwelche anderen Höhlen oder Steine, die man wegsprengen muss. Ja, für Sprengen kenne ich mich mit aus. Da bist du bei mir genau richtig. Ja, das weiß ich. So, So. Ja, weiter, wa? Aber wohin? Ja, du rennst doch vor. Ich bin absolut orientierungslos im Dunkeln. Nee, macht nichts. Guck mal, da, zum Hammer wollen wir nicht. Nein, aber wo war denn noch die... Das brauchst du mir nicht fragen. Ich weiß, dass wir eine Höhle hatten, das war in der Nähe vom Strand. Da war dieses Loch direkt im Boden, wo man runter, am Seil runter konnte. Ja. Und dann noch einmal in der Felswand. Aber das war, meine ich, in der Nähe da, wo wir hergekommen sind. War das nicht, Ja, da mussten wir... Da waren wir doch auf Rehjagd das erste Mal. Ja, da mussten wir einfach nur quer durch den Wald bei unserem Lager, das ist richtig. Aber du erwartest jetzt nicht, dass ich das wiederfinde. Das ist ja nicht. Oh, auf der anderen Seite rennen auch die Hugos rum. Und jetzt? Oh, wird hell. Es wird hell. Er höret mich. Ja, okay. Jetzt die Frage, wolltest du da wieder in so eine Höhle rein oder was? Oder wie jetzt? Oder wer? Oder was? Oder wo? Wenn wir eine finden, könnten wir mal gucken, ob wir das Katana finden. Oh mein Gewitter. Ich glaube, die haben wir. Ja, einer war da noch, meine ich. Ich wasche mich lieber schon mal. Das ist ja eklig. Ah, hier habe ich gefunden. Der badet auch schon. Okay. Mensch, toll, hier macht man sich nicht mal schmutzig. Tina springt hinterher, ey. Dich mache ich rund. Oh, komm, noch mehr. Jeder ans Land. Schwimmen die? Ja. Der Sack. Da kommen die anderen. Ich glaube, die können nur rüberlaufen, weil das da so flach ist. Ne? Halt mich zurück, sonst raste ich aus. Versteckst dich hinter mir, nicht ne? Richtig. Okay. Okay, dann lass mal weiter. Wie ihr seht, wir haben alles im Griff. So. Ich bin schon wieder einer angelaufen. Bei unserem Glück landen wir gleich mit Sicherheit irgendwo im Schneegebiet. Hundertprozentig. Das ist ohne Schneeschuhe. Aber wir können uns hier Hasenschüchen bauen. Jetzt müssen wir erstmal Hasen finden. Und du solltest sie jagen. Oder wir müssen uns halt hier in den Berg. Ich fasse es nicht. Ernsthaft? Ja.
Das kann doch nicht sein. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wir müssen das Spiel neu starten. Das kann nicht sein, dass sie Hasen kriegt und ich nicht. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Wir werden das System überprüfen. Die Matrix könnte man auch sagen. Und sage bis zum nächsten Mal. Mock out. Bye bye.